Ja, Leute, willkommen zurück zu Digimon World. Es freut mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wie ihr seht, habe ich einen Penguin geschaffen. Wie kriegt man Penguinmon im Endeffekt? Im Endeffekt ist es so, man trainiert einfach Zunomon entweder von der Abwehr her oder von der EQ her am höchsten. Allerdings muss ich jetzt ganz kurz gucken. Das Problem, was wir jetzt haben, das Digimon, das ich jetzt eigentlich haben will, ist... Ja, auf alle Fälle müssen wir jetzt die Abwehr nochmal trainieren. Ja, ich werde das jetzt so machen. Eigentlich hatte ich jetzt mal eben vor, ich sag's ehrlich, wie es ist, eigentlich hatte ich jetzt vor, es hat schon wieder Hunger, super. Eigentlich hatte ich jetzt vor, das Digimon, das ich jetzt haben will, also das Champion-Digimon. Wow, es hat noch immer Hunger. Ja gut, ich muss es so... Also für die Digitation, die wir jetzt brauchen, muss Penguinmon... Ja, lass mich jetzt lügen. Irgendwas mit 30 Gramm haben. Etwa so wie bei Angemon zu Andromon. So. Von den Werten her ist es nicht so schlimm, aber wir müssen definitiv die Verteidigung noch etwas raufhauen, wenn sich das ausgeht. Das Digimon, das ich nämlich eigentlich jetzt haben will, ja, ich sag ehrlich, wie es ist, ich will es nicht sagen, weil der Versuch ist es wert. Sollte ich es nicht schaffen, oder sollte es ein anderes Digimon werden, habe ich einen Ersatzplan. Weil wir müssen ja sowieso das mit der Spielzeugstadt als nächstes anstreben. Weil leider keines der Digimon, das ich jetzt irgendwie bekommen wollen würde, ist kälteempfindlich. Das ist wirklich nur, also blöd gesagt, nur bei sogenannten Feuer-Digimon in diesem Fall leider so. Und ja, das Digimon, das ich jetzt... Hoppala, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ja, das Digimon, das wir jetzt... Jetzt muss ich mal eben schauen. Okay, wir haben schon einige Fehler. Ja, das Digimon, das wir nämlich jetzt eigentlich machen wollen, sollte mindestens 3 bis 5 Pflegefehler haben. Das heißt, wir werden jetzt Penguinmon mehr oder weniger daneben kacken lassen, wenn es nicht anders geht, weil... Ja, weil das Digimon eben dann... die wichtigsten 2 Pflegefehler sind eben quasi Müdigkeit unterdrücken und... Moment... Ja, es hängt heute schon wieder, keine Ahnung. Ja, wir geben ihm gleich wieder ein Filet, weil das Digimon muss erstens zunehmen. Nein, ich will die Pflegefehler jetzt nicht erzwingen, aber... Ich könnte nämlich rein theoretisch einfach bei Shogun und Gekumon vorbeischauen, einige Karten vorzeigen und... Ja, wir holen uns jetzt ein paar Filets. Nein, wir trainieren noch ein bisschen. Und, also wir könnten ein paar Karten vorzeigen, diese eintauschen und damit einen gewissen Digitationsgegenstand diese Digitation hervorrufen. Aber ich probiere es jetzt trotzdem auf den, ja, auf dem mehr oder weniger manuellen Weg. Hoppala, ich habe doch gedrückt. Ja, ab und zu spackt der Controller, den habe ich mir erst vor 2 Jahren oder so mal eben Gebrauch gekauft. Aber, ja, was will man von Hardware erwarten, die schon Jahre alt ist, ne? Ihr könnt es euch vielleicht schon vorstellen, welches Digimon ich aus Penguin mal machen will. Es gibt im Endeffekt, ja, ich glaube 5 Digimon oder 4, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich speichere da jetzt ungern, weil... Ja, mir fehlt Andromon schon wieder. Ja, es ist bei den Ultra-Digimon immer, ich sag's euch ehrlich, wie es ist immer ein bisschen scheiße bei den Ultra-Digimon, weil... Ja... Okay, jetzt muss es kacken, es sollte aber mindestens einige Pflegefehler... Ja, warum leckt das heute so? Ja, wir haben nichts mehr zu essen. Das heißt, wir werden... Ja, Penguinmon wird jetzt daneben scheißen. Geht nicht anders. Ist leider für das nächste Digimon quasi ausschlaggebend. Ja. Ihr werdet das in diesem Let's Play eh nicht so oft erleben, dass ich das mache. Ich meine, mittlerweile kennt ihr mich. Okay, komisch. Achso, jetzt hat es doch wieder Hunger. Ja, es geht nämlich darum, für das Digimon brauchen wir jetzt eben ein paar Pflegefehler. Und das ist eben unter anderem mehr oder weniger Klo gehen. Beziehungsweise nicht Klo gehen eigentlich in diesem Fall. Und wir müssen Penguinmon definitiv auf 30 Gramm raufbringen. Warum das hier nicht als Kilo bezeichnet wird, verstehe ich eh nicht ganz. Aber wie viel hat er jetzt? 17. Das heißt, wir geben ihm jetzt mal auf alle Fälle alle 3 Filets. Ja, jetzt muss ich nochmal genau schauen, wie viel es dazu nimmt. 3 Kilo pro Filet, habe ich das jetzt richtig verstanden? Also wir geben ihm jetzt alle 3. Wie gesagt, man sollte mit den Kilos jetzt, also man sollte mit den Sachen nicht unbedingt sparen, weil
ja, es ist für die Digitation ausschlaggebend. Und, was? Ja, jetzt haben wir 26, das heißt, wir holen uns jetzt ein paar Filets. Ja, auf alle Fälle müssten wir für dieses Digimon eben die Abwehr jetzt trainieren. Also Abwehr soll von den normalen Werten her, hoppala, der höchste Wert sein. Und da ich leider die Intelligenz ein bisschen zu sehr raufgehauen habe, schaue ich, dass ich die Abwehr ein bisschen höher mache als die Intelligenz. Und dann werden wir mit der Lebensenergie weitermachen und... Ja, und dann werde ich das wahrscheinlich eh eher rausschneiden, bis es dann wirklich digitiert. Okay, wir haben die... Ich wollte doch... jetzt habe ich es erst gemerkt. Ja, ich wollte mir eigentlich Filets holen. Ja, ich bin auch manchmal so ein Schwachmat, ey. Und falls jetzt jemand fragt, das Digimon, das ich jetzt eben machen will, habe ich das schon mal, auf gut Deutsch gesagt, geschafft? Ja, ich habe es einmal manuell geschafft und einmal als einmal mit einem Digitationsgegenstand. Es ist kein relevantes Digimon, aber ich denke mir, warum nicht? So, wie viel holen wir uns denn? Ich weiß ja gar nicht mehr genau, wie viel ich jetzt überhaupt habe. Wir haben... 55 Stück. Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir mal 5 Stück mit. Jetzt muss ich nämlich gucken, wie viel hat es denn? Ja, wir geben ihm gleich mal wieder 2. Ja, sobald es dann über die 30 Gramm hinausgeht, kann ich ihm eh wortwörtlich gesehen wieder normales Fleisch geben, weil dann ist es nicht so schlimm, ob er ein bisschen abnimmt. Hauptsache, er ist so zwischen 30 und 32 Kilo. Das ist das Ausschlaggebende. Ja, jetzt hat er 32 Kilo. Das heißt, beim nächsten Stuhlgang ist er dann wieder bei 30. Ja, man sollte immer... Also ich gehe lieber von den Gramm her ein bisschen höher, als drunter zu sein. Mhm. Ja, viele werden sich jetzt denken, wieso gibt es ein so uninteressantes Digimon wie Penguinmon? Weil es ursprünglicherweise geplant war. Ich meine, wer die Serie gesehen hat, der weiß es vielleicht. Kari ist ja der 8. Digiritter geworden. Und das Problem war, ja genau, scheiß dich ein, mein Freund, das Digimon, ja, es hat sich dann herausgestellt, dass eben Gatomon Karis Digimon ist, beziehungsweise wird, und ursprünglicherweise war es tatsächlich geplant, dass, ja, ohne Scheiß, eigentlich war es so geplant, dass eigentlich Kari quasi als Partner ein Penguinmon bekommt. Sie haben das mit Salamon, beziehungsweise, ja, Salamon ist die Rookie-Version von Gatomon, also quasi die Vorstufe von Gatomon. Okay, jetzt schaue ich nochmal, wie viel Kilo? 33, ja, das müsste jetzt passen. Auf alle Fälle ist es so, dass, das wurde dann spontan geändert, weil einige gemeint haben, zu Penguinmon passt auf gut Deutsch gesagt zu Kari passt auf gut Deutsch gesagt kein Penguinmon. Und deswegen haben sie das spontan geändert, da war aber dieses Spiel quasi... blöd gesagt, schon fast fertig mit der sogenannten Produktion und deswegen wurde das, ja, deswegen gibt es ja auch nicht sowas wie Verigahurumon oder Megakabuterimon oder, ja, es gibt zum Beispiel auch kein Magna Angemon, nein. Was ich persönlich eher ein bisschen behindert finde, muss ich ehrlich sagen, aber ja, was soll man machen? Ja, scheiß dich ein, mein Freund. Ja, es tut mir verdammt leid, dass ich das machen muss, Leute. Aber es ist leider eben für die Digitation ausschlaggebend. Und falls ich es trotzdem vermassle, habe ich eine gute Alternative. So. Oh, jetzt ist es müde. Jetzt ist es müde. Und Hunger hat es auch. Ja, dann gehen wir mal eben zu... Wie viel Kohle haben wir denn? 1700. Hoppala. Wo habe ich denn so viel gebraucht? Ja, ist egal, verkaufen wir ein paar Filets beim Laden. Aber dann gehen wir wieder mal zu Meramon. Ich weiß gar nicht, also, falls jetzt wer fragt, wie ist das mit Meramon und Gahurumon, das ist immer random. Das ist genauso wie im Laden. Einmal steht Monokomon da, einmal Biomon, einmal Unimon, Patamon etc. etc. Und beim Restaurant ist es halt auch, blöd gesagt, mehr oder weniger eben unterschiedlich. Ja, ich würde sagen, verkaufen wir mal 5, weil... Gar so viel brauchen wir eh nicht. Ja, wir könnten jetzt einfach schlafen gehen mit Penguinmon und ihn dann... Ja, wir geben ihm eh das Billigste. Je nachdem, was... je nachdem. Weil wir müssen ja die anderen Werte eh nicht so hoch pushen. Am wichtigsten ist...
Die Pflegefleder. Übrigens ist das mit dem Essen auch sehr wichtig. Ich glaube, ich habe das eh schon mal erwähnt. Vor allem, wenn ihr eben Pflegefehler machen müsst, das beeinflusst ja negativ die Fröhlichkeit und die... Will er mich jetzt verarschen? Das beeinflusst ja die Disziplin und die Happiness von Digimon. Und durch das Essen kann man das irgendwie, blöd gesagt, wieder ausgleichen, ne? Ja, ich glaube, Penguinmon verarscht mich gerade volle Kanne, weil einerseits hat es Hunger, es will aber schlafen gehen. Ja, wir werden ihn trotzdem füttern, weil es nimmt ja dann wieder ab, ne? Ja, ich glaube, wenn ich das jetzt vergeige, ganz ehrlich, wenn ich das jetzt vermassle, dann nehme ich die Alternative und dadurch werden wir dann eh wieder ordentliches Story-Gameplay haben. Ah, er ist eh wieder da. Ja, dann Nudelnest. Mhm. Ja, Intelligenz ist zwar jetzt nicht so wichtig, aber egal, jetzt ist er nur noch müde, er hat 36 Gramm. Jetzt schauen wir mal, wie viel es beim Schlafen abnimmt. Ich weiß das nämlich ehrlich gesagt nicht. Oh, das ist ja direkt süß, wie er sich hinlegt. Oh Mann, okay, jetzt habe ich süß gesagt. Egal. Ich werde den Part sowieso wahrscheinlich zweifach, dreifach schneiden, weil... Okay, einen... Es nimmt, ja, okay. Das heißt, ab jetzt braucht es eigentlich wortwörtlich nur noch, blöd gesagt, Fleisch. Mhm. Das heißt, wir werden jetzt wiederum ein bisschen Fleisch kaufen. Gleich mal wieder Filets holen. Aber warum leckt das immer so? Nein, ich kaufe mir keine andere PlayStation 2. Das rentiert sich nicht mehr. Ich könnte es rein theoretisch mit der dicken probieren, also mit der ersten Version. Aber nee, ich glaube, ihr versteht es, wenn ich sage, nee, die tut's fürs Aufnehmen genauso. Ja, kaufen wir mal 10 Stück, weil ich jetzt eben auch nicht genau weiß, wann es eigentlich digitiert. Die Kilos hat es jetzt, also die, ja, ich sag immer die Kilos, die Grams. Ich denke, ich werde jetzt noch die LE ein bisschen trainieren. Ja, und dann an und für sich ist es eh schon getan. Dann kann ich, das ist nämlich genau das, was ich jetzt schon immer angemerkt habe. Das ist eben das Furchtbare daran. Ich kann jetzt das alles irgendwie, blöd gesagt, nicht mehr richtig beeinflussen. Nein. Drei Filets. Ach so, ja. Ja, die Filets spielen nur am Anfang eine Rolle, wenn man eben das Digimon, böse gesagt, fett machen will. Jetzt schaue ich nochmal auf die Werte. Ja, wir haben 197 Abwehr, knapp über 1000 Lebensenergie. Ja, mit dem IQ-Training habe ich es etwas übertrieben. Aber ich wollte einfach hundertprozentig ein gutes Penguinmon haben. Penguinmon ist übrigens die Originalversion vom Muchomon, welches wir aus dem Tropendschungel kennen, falls es wer wissen will. Mhm. Es hat ja gerade gepennt, das heißt... Mhm. Nein, natürlich gebe ich ihm jetzt Fleisch, weil es hat eh schon die 30 Gramm erreicht. Und es hat trotzdem noch... Ja, 36 Kilo. Sogar etwas zu dick, wenn ihr mich fragt. Für so ein kleines Schwabbelding. Und natürlich übertreibe ich es jetzt nicht mit der... mit dem Fehler machen. Natürlich nicht. Aber ein paar müssen leider sein bei diesem Digimon. Und ja, ich hasse es. Ja, muss ich dich wieder tarnen. Das Positive daran ist, die Disziplin steigt zwar immer wieder an, aber wie ihr gerade gesehen habt, die Happiness und die Disziplin sind mehr oder weniger, blöd gesagt, beide etwas angeschissen jetzt oder ausgeglichen. Und das sollte normal. Normalerweise sollte die Disziplin besser sein, ne? Ja, sag mal, das hat er schon wieder Hunger. Ich sag ja, eine PlayStation-Version eines Tamagotchi. Es hat noch immer Hunger? Ja, jetzt könnten wir ihm rein theoretisch den Adler richtig geben, weil dann wird es sogar schmaler. Das ist sicher mal wichtig, wenn wir einen Meramon machen wollen. Weil Meramon hat ja, glaube ich, nur 5 Gramm oder so. So, wie viel hat das jetzt? 36. Es gleicht immer wieder sein Kilo aus. Das ist gut. Finde ich zumindest. Ja, wir machen es mal auf 1700, würde ich sagen. Und... Ja, ich würde sagen, Leute, ich werde jetzt offscreen speichern gehen. Es muss jetzt aufs Klo. Ja, so oft muss es jetzt auch nicht daneben scheißen, aber ich gehe jetzt aufs Klo, werde dann offscreen speichern. Beziehungsweise, wir sehen uns auf alle Fälle in diesem Part gleich wieder. Ich mache nur einen kurzen Cut und zeige euch dann die Digitation. Ja, deswegen würde ich sagen, Leute, bis spätestens nach der Digitation oder zu der Digitation, bis gleich.
Tja, Leute, leider ist es nicht das Digimon geworden, das ich eigentlich haben wollte. Ja, das hier ist ein... Moment. Ja, das hier ist ein Mojamon geworden. Leider muss ich ganz ehrlich sagen, ich wollte eigentlich ein anderes Digimon. Aber gut, das kann ich jetzt so leider nicht ändern. Ist leider so. Ja, ob wir jetzt mit dem Digimon weitermachen, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber gut, es ist jetzt ein... Moment, ich habe jetzt gar nicht gesehen. Es ist jetzt ein, ja, Wasser-, Kampf- und Pflanzen-Digimon. Das heißt, wir können dem Digimon im Endeffekt, ja, Eisnadel, Frosthauch, Eisnadel, ja, das geht beides relativ schnell. Dynamo, nee, eher Hau den Lukas, würde ich spontan sagen. Ja, da haben wir jetzt nämlich das Problem. Ja, ich bin jetzt absichtlich, ich sage ehrlich, wie es ist. Ich bin jetzt absichtlich in die Zeitrafferzone gefahren, beziehungsweise gegangen, weil... Ja, ich bin absichtlich hierher gewandert, weil hier einfach die Zeit schneller vergeht, weil ihr müsst bedenken, ich kann jetzt momentan in Fall City nichts machen. Ja, ich habe jetzt mit Penguinmon quasi ein paar, ja, mehr oder weniger ein paar Kämpfe geführt, aber... Ja, das hat sich leider nicht so viel gebracht. Ja, Mojamon, sage ich ehrlich, wie es ist, wollte ich jetzt eigentlich nicht unbedingt. Was ist das für ein Typ? Ein Morgentyp. Das heißt... Boah, ich kann ehrlich gesagt gar nicht sagen, was das heißt. Ja, das heißt, wir begeben uns jetzt, ich würde sagen, eher Richtung Drachensee. Ja, würde ich sagen, Drachensee ist eigentlich optimal. Weil, ja... Wir werden das machen, was ich vorher schon die ganze Zeit machen wollte. Und... Ja. Schauen wir mal, blöd gesagt, oh shit, das Vieh will auch, super, Mojamon ist da unten, schauen wir mal, zu was das alles digitieren kann, oh, ich weiß nämlich ehrlich gesagt gar nicht, zu was das Vieh alles digitieren kann, shit, egal, gehen wir zum Drachensee, ja. Na super. Ja, sorry, das wollte ich jetzt eigentlich nicht unbedingt, aber... Ja, kann man jetzt nichts ändern. Ich trinke mal einen Schluck. Das Grausame ist, ihr seht gerade vielleicht, die Werte von Mojamon haben sich in der Hinsicht nicht wirklich verändert, weil Penguinmon hatte fast dieselben. Ja, willst du nicht angreifen? Mojamon? Hallo? Achso, es wollte gerade angreifen, hat aber irgendwie... Habe ich irgendwas mit zum Heilen? Ja, genau, und ich habe offscreen beim oberen Teil des Drachensees eine Blauforelle gefangen. War zwar ein bisschen schwierig, aber... Ja, für alle Fälle, weil... Ja, später brauchen wir es wahrscheinlich. Und wir bekommen eine kleine Heildisk. Mhm. Ja, scheiße ist, dass das Vieh schon wieder schlafen gehen will, weil, wenn ich ehrlich bin, war ich jetzt darauf überhaupt nicht vorbereitet. Und falls jetzt jemand fragt, warum sind dann die oberen beim Tropendschungel dann, auf gut Deutsch gesagt, braun? Ja, das sind wie gesagt genauso wie... Hat es vielleicht Hunger auch noch? Ah, ich weiß schon, warum ich das andere Digimon nicht geschafft habe. Ja, ich gebe zu, ich wollte ja eigentlich ein Shellmon machen. Leider ist mir dann in der Zeitrafferzone, habe ich dann Penguinmon 2-3 Mal daneben kacken lassen. Und leider habe ich dann übersehen, dass das Gewicht radikal errunden war. Jetzt habe ich ihm auf die Gache noch ein paar... Jetzt muss ich gerade mal schauen.
Ja, ich hatte insgesamt 10 Filets und wollte es auf die Schnelle nochmal hochboxen. Und es ist jetzt digitiert bei 15 oder 16 Kilo. Nein, 20 hatte es, sorry. Und ja, weil für Schellmann braucht man nämlich 30 Gramm. Und falls jetzt jemand fragt, warum Schellmann, ja, eigentlich eh nur, blöd gesagt, eigentlich eh nur für den Eintrag. Ja, ich sag ehrlich, wie es ist, mit Schellmann hätten wir nicht viel gemacht. Schellmann hätte ich dann nur eventuell gepowert, um vielleicht ein weiteres Ultra-Digimon zu machen. Schellmann ist halt ein verdammt guter Verteidiger. Ja, das ist das einzig Gute an Schellmann. Es verteidigt verdammt gut. Und jetzt probieren wir das beim Drachensee, was ich vorher schon probiert habe. Ja, es tut mir leid, dass Mojamon gerade schlafen will, aber das ist mir jetzt gerade ehrlich gesagt egal. Ja, es ist nämlich noch immer da und das ist gut. Ja, das ist sogar sehr gut. Ja, es tut mir leid, wenn ich das so machen muss, aber ja, das mit dem Frostland geht momentan noch nicht, was ich gesagt habe. Und ja. Ja, und die obere linke Anzeige, ihr seht es eh schon, deutet darauf hin, wir müssen es schaffen, das Vieh irgendwie an Land zu kriegen. Ja, das ist bei den normalen Fischen deutlich einfacher, da dies allerdings, ich kann es eh schon mal sagen, ein Digimon ist. Da dies allerdings. Wow, jetzt hatten wir Glück. Ja, sobald es rot wird, sollte man aufhören zu ziehen. Ich ziehe momentan gar nicht. Ich lasse das Digimon momentan, blöd gesagt, einfach nur zappeln, weil sobald die Anzeige orange wird, so wie jetzt oder fast rot, sollte man eigentlich. Bitte nicht abreißen. Scheiße, Leine ist gerissen. Achte auf die Spannung, bleib cool. Ja, aber das bedeutet nicht, dass wir es vermasselt haben, sondern einfach nur, dass wir noch eine weitere Chance bekommen. Ja, aber genau so, dass ihr es mal gesehen habt, genau so läuft das ab. Ja, man kann auf diese Weise, blöd gesagt, verdammt viel verdammt viele Filets, auf gut Deutsch gesagt, verscheißen. Aber ich sag mal so, es taucht ja immer wieder auf. Ja, ihr seht ja eh schon, es ist eh schon wieder da. Ja, es beißt halt nicht immer gleich an. Das ist das Problem. Wir hatten jetzt, glaube ich, unglaubliches Glück, dass es angebissen hat. Ja, es fällt mich jetzt gerade ein bisschen an. Ja, bei den normalen Fischen ist es nicht so schwierig. Also bei dem Blaubarsch hat es zwar auch ein paar Minuten gedauert, aber das Vieh ist ja ein Digimon, kann ich jetzt schon mal sagen. Ja. Ja, das ärgert mich gerade, dass es jetzt. Ja, dass es nicht beim ersten Mal klappt. Es kann schon sein, dass wir hier zwei, drei Versuche brauchen. Aber ja, wir könnten jetzt rein theoretisch den Screen einfach wieder verlassen und dann wieder hierher kommen. Aber das ist nicht nötig. Nee. Jawohl. Jawohl, wir haben es wieder. Nein. Shit. Jetzt haben wir aber wirklich kein. Ja gut, ich könnte es mit dem normalen Fleisch probieren. Ja, probieren wir es. Ich weiß jetzt nämlich nicht, ob das Vieh auf das normale Fleisch. Also ich habe es damals nur mit Filets geschafft. Ich kann es allerdings nicht genau sagen. Also ja, schauen wir mal, ob es beim Fleisch auch anbeißt. Ansonsten müssen wir uns wirklich ein Filet holen. Oder zwei. Ja, aber immerhin wissen wir, es beißt gleich mal an. Ja. Ja, es mag Fleisch auch. Ja, dann passt es ja gleich noch besser. Ja, ich will das ehrlich gesagt nicht offscreen machen, weil, ja, dann seht ihr mal, wie ich eigentlich schlecht bin beim Angeln, davon abgesehen, aber ja, ich sag ehrlich, wie es ist, das mit dem Angeln ist immer so ein Thema, aber wir brauchen das leider. Ja, damit wir auf gut Deutsch gesagt in der Story voranschreiten, brauchen wir das. Ja, und das Traurige ist, ich habe ja nochmal nachgesehen. Die Digimon, die wir jetzt in die Stadt zurückholen können, dafür brauchen wir eben diese speziellen Sachen. Okay, es beißt beim Fleisch offensichtlich nicht so gern an wie beim Filet. Aber immerhin. Ja, und das X bedeutet einfach nur, wenn ein Fisch ein X zeigt, bedeutet. Jawohl! Zu früh? Ich habe doch Köder?
Was genau bedeutet das? Ach, ich habe... Ach so, das Fleisch ist noch dran. Ja, super. Ja, dann wieder in die Position, damit es sich auch... Ja, es bringt sich übrigens gar nichts. Nee, das Problem ist, viele würden jetzt wahrscheinlich sagen, ja, dann schau halt, dass du die Angelrute so weit wie möglich bei dir hast. Nee, das geht nicht. Wie gesagt, es dauert oft mehrere Phasen, dass das Vieh überhaupt anbeißt. Das habt ihr eh gerade gemerkt. Jawohl! Aber so wie es aussieht... Ja, wie gesagt, ich habe damals... Ja, ich übertreibe jetzt nicht... Aber ich habe damals aber es waren damals schon so ungefähr 10, 15 Anläufe gebraucht. Aber es lohnt sich, ja. Und vor allem, ja, mit Mojamon ist es relativ egal, weil ich werde Mojamon nicht großartig trainieren. Noch dazu, weil ich nicht einmal weiß, zu was es überhaupt digitieren kann. Also bei Mojamon scheiße ich mir jetzt ehrlich gesagt gar nichts. Also es kann sogar sein, dass das einfach nur wieder... dass ich das einfach nur wieder vernachlässige und einfach Filets spare. Weil, ja, wir sind ja schon wieder am Rande der Pleite sein. Oder des Pleite-Seins, besser gesagt. Übrigens, das Digimon, das wir hier fangen, werden wir uns wahrscheinlich auch bald mal züchten. Ist nicht einmal schwierig. Weil uns fehlen im Prinzip jetzt nur noch, ich glaube, 2 Rookies. Das eine ist eben Kunemon. Das werden wir vielleicht das nächste Mal gleich wieder probieren. Und, ja, ich kann es eh sagen, Betamon. Das haben wir eh, dasselbe Digimon, was quasi bei uns in der Stadt auf dem Brunnen ist. Ja, Betamon ist unglaublich einfach zu kriegen, ja. Für Betamon, glaube ich, braucht man nur, ich glaube, die Geschwindigkeit ein bisschen trainieren. Ja, ja. Ja, wir haben's. Aber nein, 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 nein. Ich drücke immer nur, wenn das Gelbe. Ja, ihr seht ja das Vieh. Ja, das Problem ist, ich kann jetzt nicht einfach ziehen. Ja, ihr seht's ja. Sobald ich einmal ziehe, ist es gleich wieder so weit oben. Ich muss warten, bis das maximal 2. Ja, ihr seht ja, sobald ich einmal drücke, ist es gleich wieder fast im roten Bereich. Wie gesagt, das kann jetzt etwas dauern. Ja, man darf immer nur gering ziehen, ihr seht's eh. Vielleicht hört man das eher ein bisschen, wenn ich auf den Button drücke. Aber immer nur für eine Sekunde oder so, weil... Das liegt übrigens nicht am Köder, sondern an der Angel. Und übrigens mit der Normalangel schafft man das auf gut Deutsch gesagt gar nicht. Aber das wäre jetzt echt super für den Part, wenn wir das jetzt so hinkriegen würden, weil... Ja. Komm schon. Du blödes Vieh, ey. Ja, viele werden sich jetzt fragen, Alter, was ist denn das für ein Digimon, ey? Ja, um Spoiler zu vermeiden, sage ich jetzt nicht, in welcher Folge das Digimon vorkommt, weil ja, es kommt im ersten Anime kommt es vor. Natürlich, ich glaube, alle Digimon, die hier in dem Spiel auch vorkommen, kommen, glaube ich, in der Serie vor. Aber es sieht ganz gut aus. Ja, ja, ja. Ja, Leute, es könnte sogar sein, dass wir das jetzt schaffen. Ja, ich drücke immer noch ein bisschen drauf. Nein, nein, nicht abreißen. Nein, du reißt jetzt nicht ab. Wir haben es gleich. Ja. Nein, nein, nicht wieder. Ja, wie gesagt, sobald man nur noch 2 Striche hat, sollte man eigentlich aufhören zu ziehen. Bitte... Bitte, wir haben es doch gleich. Ja, ja. Ja. Nein! Scheiße. Ja, aber immerhin, Leute, ihr habt es gesehen. Es ist verdammt, es ist... Oh, wir haben... Oh, shit, Leute. Ja, ich lasse jetzt Mojamon ungern leiden, aber wir werden das jetzt noch machen. Ja, ich hole mir jetzt ein paar Filets. Ja, ich habe jetzt gerade keine Stoppuhr vor mir, sage ich ehrlich, wie es ist, aber... Nee, wir werden uns jetzt noch ein paar Filets holen und das jetzt nochmal probieren. Ihr habt es ja gemerkt, wir haben es schon fast gehabt. Es wären jetzt vielleicht noch eine Minute gewesen, dann hätten wir das Vieh gehabt. Shit.
Ja, es pisst mich gerade an, dass ich das nicht geschafft habe, weil das Problem ist nämlich, wenn wir jetzt Mojaman schlafen legen, ja, wenn wir jetzt Mojaman schlafen legen, ist es wieder direkt am Morgen und, also direkt in der Nacht besser gesagt, und das interessiert mich jetzt gerade überhaupt nicht. Ich will das Vieh jetzt haben. Ja. Vielleicht schneide ich es. Ja, ich zeige das nochmal, wie wir zum Drachensee kommen. Und dann werde ich wahrscheinlich den Rest so rausschneiden, dass ihr dann erst seht, wie ich es dann habe. Beziehungsweise, wenn ich es dann geschafft habe, weil, ja, das ist irgendwann uninteressant. Und ich gebe ehrlich zu, ja, mir geht der Gesprächsstoff langsam aus. Aber das wäre jetzt echt geil, wenn wir das schaffen würden. Mann, bin ich froh, dass wir ein paar Filets angesammelt haben, also angespart haben, besser gesagt. Oder sollen wir das verschieben auf den nächsten Part, beziehungsweise, ja, ich habe jetzt wie gesagt wirklich nicht auf die Uhr geguckt. Nee, wir probieren es nochmal, weil auf die Sekunde kommt es jetzt eh nicht an, ob jetzt Mojaman gleich mal schlafen geht, weil, ja, nehmen wir mal 3 mit. Ich bin mir zwar ziemlich sicher, ja, wir waren ja jetzt schon... Ist das Zeichen jetzt weg? Muss es gar nicht mehr schlafen? Hä? Ach doch, Wie schlecht ist es zum Beispiel, wenn man einen Digimon quasi durchmachen lässt? Das geht in dem Spiel gar nicht. Ja, ich habe das einmal, ich weiß gar nicht bei welchem Digimon, ich glaube bei Tyrannomon, habe ich das mal mehr oder weniger, ja, ich glaube, bei Tyrannomon habe ich das mal getestet. Das Problem ist, wenn du es mindestens, ich glaube, mindestens 4 Stunden oder so aussetzt, dann bricht es einfach zusammen. Da kommt ein extra Screen und dann schläft es quasi automatisch und dann steht das auch genauso da mit Schlafen und Speichern oder nur Schlafen. Ja, das ist der Nachteil. Aber jetzt, wo wir es schon fast hatten, will ich ehrlich gesagt nicht aufgeben, weil es wäre irrsinnig gut, wenn wir da weiterkommen würden. Aber jetzt, da ihr es schon gesehen habt, wie es funktioniert oder wie es aussieht, werde ich das wahrscheinlich eher offscreen machen, damit ihr, also natürlich werde ich das aufnehmen, aber ich werde das so offscreen machen, dass ihr erst dann das Resultat seht. Und vor allem, warum es so unglaublich zäh ist, dieses Vieh zu fangen. Und falls jetzt jemand fragt, wie viele Stadtpunkte braucht man dafür, nein! Nein, 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 das... Nein! Nein, sogar gegen beide! Ja, shit, wir müssen flüchten. Ich glaub's zumindest, dass wir flüchten müssen. Ja, aber wir haben keine MP. Oder haben wir irgendwas? Nee, wir haben nur die... Ja, wir müssen fliehen. Tut mir leid, aber... Scheiße. Ja. Wo sind wir jetzt? Ach, Edir. Ja, jetzt ist es natürlich schlecht gelaunt. Ja, blöd gesagt, jetzt ist es natürlich schlecht gelaunt. Weil wir geflüchtet sind. Ja, unsere Laune war generell schon etwas im Eimer vom Mojaman her, weil... Nein! Jetzt glaube ich's dann. Nee, 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 Leute, das geht gar nicht. Scheiße. Ja, und wahrscheinlich hätte die Magma-Bombe jetzt sogar das Mojaman fast gekillt. Und ich glaube, dass es schon langsam zu spät ist, oder? Nee, es würde sogar noch... Ja, einmal probiere ich es noch. Wenn ich jetzt nicht vorbeikomme an Goburimon, dann, dann lassen wir es für den Part, weil... Ja, ich kann echt jetzt nicht genau sagen... Nein! Nee, Leute, ich werde es jetzt so machen, ich flüchte jetzt nochmal, ich lasse Mojaman mal eben schlafen und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann auf alle Fälle im nächsten Part. Danke, Leute, fürs Zusehen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Hinterlasst eventuell ein Like und einen Kommentar oder zumindest eines der beiden und wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder zu Digimon World. Bis dahin, macht's gut, Leute.